Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir sind immer noch verliebt. Wir sind Freunde, oder? Wir sind immer noch bei den. Ich stelle meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Ja, wir sind immer noch bei den Navajo, wo seltsame Dinge nachts passieren. In Form von einem großen Wüstengeist und beschützenden Indianergeistern. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Indem wir reiten. Hallo. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Okay. Ja. Wonach schauen wir nach? Ah, mit R2 können wir schneller reiten, oder was? Ah, okay, also wie beim Motorrad. Stolz ein bisschen... was soll ich sagen? Also schwammig nicht, aber sehr direkt. Deswegen ist es sehr schwer, ein bisschen geradeaus zu reiten. Aber ansonsten, ja. Aber ich muss sagen, die Fade in Red Dead Redemption sehen immer noch besser aus. Weil auch die Muskeln da ja richtig animiert waren. Kommt dem zwar schon sehr nah, aber noch nicht ganz. Irgendwann werde ich auch mal Red Dead Redemption spielen. Wird aber noch einige Zeit dauern. Sehr viel Zeit, wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich nicht mehr 2014. Schalten wir hier mal ab. Dann folgen wir ihm. Ach, die Schafe, meint er. Ja. Hier was? Guck mal, da hinten, da ist wieder... Nein, ich setze mich jetzt nicht zu dir, weil ich glaube, da hinten ist wieder ein Geheimnis versteckt. Wieder mal gerade anschauen möchte. Ach, doch nicht. Na, ich setze dich mal zu dir. Du scheinst ja Gefallen an mir gefunden zu haben. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Was ist das für ein Existenz? Mein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich frag mich, was Yeizo eigentlich von uns möchte. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ja, es heißt Aiden. Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Jay! Wie geht die Klisch? Oh, ist es er? Der Bär-Barschak, Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ja, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Ich wollte gerade sagen, ich finde es sehr cool, dass
so viele Details auch im Hintergrund sind, wie zum Beispiel die Mühle, und dann müssen wir dahin. Okay. Wollte das Spiel mal so groß loben. Und dann ist das doch kein Detail. Weil ansonsten sind hier ja wirklich nur Felsen drumherum. Hier aber sehr cool gestaltet sind natürlich auch wirklich so wirken wie die Nawa-Wüste. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Weitsicht doch nicht so weit ist. Also da hinten ist doch alles schön milchig. Wobei ich denke, dass das eigentlich noch klar sehen müsste, oder? Schauen wir mal danach. Was gibt es denn da wohl? Hier ist also der Brunnen. Ich schätze mal, wir müssen danach auch da vorne nachschauen, oder? In der Höhle. So, dann steigen wir mal ab. Ah, Stroh drin. Oder Wüstengras. Hat sich wohl verfangen. Kannst du das machen, Aiden? Was? Warum bin ich jetzt so weit weg? Achso, ich vergaß. Haha. Ich muss die richtige Taste drücken, nicht wahr? Und weg ist es. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Okay. Dann gehen wir zurück. Das ist eigentlich hinten in der Höhle. Das ist einer der Schutzgeister. Kann ich das fertig mitnehmen? Nein? Okay. Kann ich auch so laufen? Na, leider immer noch nicht. Ah, sie läuft von selber. Okay. Dann schauen wir mal nach. Hallo? Was ist doch noch hier? Das ist eine Hütte. Eine Lehmhütte. Okay. Sind hier drin die Geister versteckt? Ist auf jeden Fall schon mal ein Schädel. Lehrt hier so. Einen kann ich nicht rufen. Okay. Das sind hier die Schmuckstücke. Die hingen ja bei einem der Brüder an der Wand, falls ihr euch erinnern könnt. Direkt vorm Fenster. Vielleicht wirklich zum Schutz. Das ist ja eine Indianerzeichnung. Auf einem Fell. Eine Frau reitet auf einem Pferd. Und ein Mann, glaube ich, mit. Ein ganzes Volk reitet auf einem Pferd. Sind wir wieder raus, oder was? Wie noch? Ich bin aber ein bisschen erkältet, daher entschuldigen, wenn ab und zu meine Stimme sich noch bricht und ich mich komisch anhöre. Was zum Indianerdorf, und es brennt. Passiert. Ist das hier Jitsu, der zum Zorn des verbrannten Landes sich erhebt? Was malt sie mir da auf? Warum teilt er einen Sack auf den Kopf? Okay, also wirklich, die Kavallerie ist hier angekommen. Und hat das Volk verbrannt. Ja, das gab es ja häufiger früher. Quon, die Krone. Haben wir schon mal gesehen, genau. Ich erinnere mich. Und in der Höhle, wie ich es mir gedacht habe. Okay, dann schauen wir da einfach mal nach. Wir sind ja mal so frei und neugierig. Obwohl, dass die Navajo früher von den Kavalleristen der Vereinigten Staaten umgehauen. Beziehungsweise umgebracht, abgeschlachtet, richtig. Das hat man tatsächlich häufiger gehört, dass sowas passiert ist. Sehr traurig eigentlich, die Geschichte von Amerika. Weil eigentlich sind ja die Amerikaner auch nur Einwanderer und haben die Ureinwohner versklavt und umgebracht. Und weiß der Teufel, was die noch mit ihnen gemacht haben. Und eigentlich wollten die ja nur ihr Land bewahren und schützen vor den Eindringlingen, die es eigentlich nur ausbeuten wollen. Und hier scheint das... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das sah so ein bisschen aus wie wie ein abgebranntes Tipi. Das ist aber eine ganz abgebrannte Stadt aus Steinen, oder? Tatsächlich. Also kein Tipi, sondern wirklich eine Ruine. Vielleicht war hier die Kirche oder sowas?
Warum bin ich denn hier gelandet? Altes Westerndorf. Sieht ein bisschen mexikanisch aus. Hier glitzert doch irgendwann. Ey, hast du hier vielleicht was, was du aufsammeln kannst? Da ist eine. Ach, das ist eine Erinnerung, was hier so glitzert. Okay. Aber es kann ja sein, dass hier wieder ein Versteck ist. Das ist ein Geheimnis. Da haben wir noch recht wenig von gesammelt. Weil wir auch recht wenig von der Story wegsehen. Was haben wir hier? Ach, wir können sie aufmerksam machen. Okay, dann schauen wir mal, was hier ist, hier eigentlich passiert. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt geht's. Das war wirklich die Rache an den Kavalleristen, die hier passiert ist. Existenz. Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Jeichzo? Oder haben die sich gewehrt? Ein Säbel voller Blut. Was hier nur passiert. Vor so vielen Jahren. So, ich muss natürlich auch ein bisschen runtergehen damit. Komm schon! Zeig dich wieder hinein! Also wirklich Rache für das zerstörte Dorf, was wir eben gesehen haben. Da ist noch was. Huh, was ist jetzt passiert? Hallo? Also, hier ist noch was. Ein alter Cowboyhut. Der Hut eines Kavalleristen wahrscheinlich. Oder vielleicht immer. Ford wahrscheinlich eher nicht, oder? Auch eher einfach so. Wieder sind das die Geister, die wir schon kennen. Kann natürlich auch sein, er sah zumindest vom Weiten so aus. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr im Alten vor. Dann reiten wir mal weiter. Na komm, Jody, gib ein bisschen Gas. Ich frage mich echt, was hier passiert ist. Spricht alles wie ein Rachegeist, der sich an dem Volk gerecht hat, das so massakriert worden ist von den geteilten Baum. Was finden wir bloß am geteilten Baum? Ist noch eine Höhle. Können wir da auch hin? Ist ein bisschen abseits. Da müssen wir einfach. Wenn wir dem Weg hier folgen, hört es hier auf. Ich würde sagen, wir schauen uns tatsächlich erstmal die Höhle da an. Vielleicht ist es das doch der geteilte Baum, oder? Sieht zumindest geteilt aus. Das ist gar keine Höhle, das ist nur ein Stein, der kaputt gegangen ist. Also kein geteilter Baum. Dann reiten wir einfach mal hier weiter, oder ist das der geteilte Baum? Der müsste eigentlich schon mehr kaputt sein, oder? Reiten wir einfach mal den Weg hier entlang und suchen den geteilten Baum. Vorne der Baum? Zumindest führt der Weg genau dorthin. Und es sieht so aus, als wäre es der Baum. Auch die Kamera fokussiert sich gerade darauf. Der Platz aus meiner Vision. Ja, er ist hier. Der ist wirklich ein bisschen gespaltet, oder? Wäre ein Blitz drauf ein. Okay. Leuchtet so.
Alden, findest du hier was? Was machst du denn da, Pferd? Zumecker. Ein Zeichen auf. Und da ist auch irgendwas im Sand. Genau. Jody, schau mal da im Sand. Da ist etwas. Okay, dann buddeln wir mal hier lang. Oder hier ein bisschen rum. Ein Schädel. Was ist das? Zweifellos indianisch. Was ist das? Das ist ein Stein. Eine Maske. Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Was die Erinnerung uns zu sagen hat, schauen wir uns erst in der nächsten Folge an von Beyond Two Souls. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.